Die Bibel fordert uns immer und immer wieder auf, mit Gott zu sprechen, mit ihm zu reden, zu kommunizieren. Und ich will dir was sagen, vielleicht glaubst du nicht, dass Gott dich heilen möchte. Dann sag es ihm. Vielleicht glaubst du nicht, dass er dich versorgt. Dann sag es ihm. Vielleicht glaubst du nicht, dass er dich aus den schwierigen Umständen deines Lebens herausholt. Dann sag es ihm. Sprich mit ihm, kommuniziere ihm, teile ihm die Dinge, die dich bewegen, deine Zweifel, deine Bedenken, deine Fragen. Teile sie ihm einfach mit. Sag es ihm. Das ist wirklich wichtig. Sprich mit Gott, kommuniziere mit ihm. Vielleicht glaubst du nicht, dass er dich aus deinen Schulden herausholt, dass er deine Kinder zum Herrn führt, dass er zu dir persönlich spricht, dass er dir einen besseren Arbeitsplatz schenkt. Dann sag es ihm. Sag es ihm. Weißt du, der Feind versucht, uns irgendwie Zweifel an der versorgenden Segnung, der Liebe Gottes in uns hineinzugeben, in unser Denken, in uns hineinzupflanzen und gleichzeitig uns dazu zu bringen, nicht mit Gott darüber zu sprechen. Das ist das Verkehrteste, was du machen kannst. Sprich mit Gott über die Dinge, die dich bewegen. Sprich mit ihm über deine Zweifel, deine Fragen. Er ist nicht schockiert. Er ist nicht schockiert. Kein bisschen. Er wartet nur drauf. Ein bisschen so ist es wie in einer Beziehung. Wenn man über die Bedenken oder die Fragen oder die Zweifel nicht miteinander offen kommuniziert, ist da so richtig ein Problem vorprogrammiert. Genauso ist es mit dem Gespräch mit Gott. Sei offen und komm nicht vorwurfsvoll zu ihm, als ob er schuld daran ist, dass du Zweifel hast, sondern rede mit ihm ganz offen, vielleicht sogar am besten laut. Kommuniziere mit Gott. Die Bibel fordert uns immer und immer wieder dazu auf. Da heißt es beispielsweise, seid um nichts besorgt, sondern in allem, also in deinen Fragen, in deinen Bedenken, in den Dingen, wo du dir nicht sicher bist. Will er mich versorgen? Will er mich segnen? Will er mich heilen? In allem, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Wenn du mit dem Herrn sprichst, wenn du all deine Dinge vor ihm bringst, dann kann der Friede Gottes dich bewahren. Der Friede Gottes, der höher ist als all unser Verstand. Ich lade dich ein, sei in der Beziehung zu Gott wirklich aktiv. Sprich mit ihm. Rede mit ihm, bring deine Dinge, die dich bewegen und die du im Herzen hast, zu ihm. Behalte es nicht für dich, sondern kommuniziere ganz offen mit ihm. Er wartet nur drauf. Gott hat mehr für dich.